Verehrtes Publikum, verehrte Erwachsene, verehrte Kinder, ich möchte Sie sehr begrüßen zu diesem Konzert. Es wird ein Konzert zum 4. Advent und wir sammeln Spenden für die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Deshalb hat uns der Heimatverein in Schöneiche diese wunderschöne Kirche kostenlos zur Verfügung gestellt. Es ist die ehemalige Schlosskirche, die ist herrlich schön. Hier gibt es auch Konzerte, wenn nicht gerade Corona ist. Und hier habe ich einen ganz tollen Flügel, einen Steinway und auf der anderen Seite einen Weihnachtsbaum, sodass wir schon mal die Stimmung dafür haben. Und ja, bei Adventskonzerten, da kann natürlich Bach nicht fehlen. Ich spiele jetzt ein sehr berühmtes Stück, das Präludium in C-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Das ist, ja, danach kommt eigentlich eine Fuge, die lasse ich heute aber weg, weil wir noch so viele andere Stücke haben. Viel Vergnügen. Jetzt kommt auch etwas sehr Berühmtes aus der Klassik, nämlich Für Elise von Ludwig van Beethoven. Ich selbst habe es schon in der 3. Klasse gespielt und in der 5. konnte ich es dann ziemlich gut. Und auch heute spiele ich es Ihnen sehr gerne vor. Thank you.
Ja, viel Musik ist ja eigentlich gar nicht so richtig kirchlich, die ich hier vorspiele, aber sie passt doch zum Advent. Es ist einfach schöne Musik und melodisch. Aber jetzt kommt mal wieder etwas von Johann Sebastian Bach, und zwar Jesu bleibet meine Freude. Das ist eigentlich eine Kantate für Chor und Orchester, aber auch für Klavier klingt das sehr schön. Jetzt möchte ich eine Komposition von mir vorstellen. Ich unterrichte ja auch ein bisschen Klavier. Ich kann ja mal etwas über mich erzählen. Ich mache auch Filmmusik, zum Beispiel für Rosa von Braunheim, gebe öfter mal Konzerte, aber habe auch einige Schüler. Und für die schreibe ich manchmal Stücke, die jetzt nicht so schwer zu spielen sind, aber große Freude machen und schöne Musik haben. Und da habe ich jetzt ein Stück, das heißt Traumgedanke. Das heißt, fangen Sie einfach an zu träumen und genießen Sie es. Jetzt möchte ich wieder eine Komposition von mir vorstellen, von meiner CD Emotion Pictures. Und dieses Stück heißt Winterlandschaft.
Nun sind die Winter bei uns ja nicht mehr so hart wie früher. Ich fahre ja öfter nach München zum Skifahren zum Beispiel, da gibt es meistens noch Schnee. Und bei diesem Stück Winterlandschaft können Sie hören, wie die Schneeflocken langsam niedersinken und die ganze Landschaft weiß vom Schnee wird. Ja, als nächstes kommt das Stück Sehnsucht. Ich hoffe, Sie haben auch Sehnsüchte und Sie dürfen jetzt anfangen zu träumen. Ja, das Stück ist von meiner CD Emotion Pictures, sowie auch Winterlandschaft. Und ja, vielleicht die Sehnsucht nach Weihnachten oder die Sehnsucht, wieder jemanden zu sehen, den man lange nicht gesehen hat.
Jetzt spiele ich das berühmte Fantasie-Impromptu von Frédéric Chopin. Chopin darf natürlich nicht fehlen, wenn man ein Adventskonzert auf dem Klavier spielt. Und ja, dieses Fantasie-Impromptu ist sehr, sehr virtuos, hat einen wunderschönen Mittelteil, erinnert mich auch sehr an die Adventszeit im Mittelteil. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal bedanken, besonders beim Heimatverein in Schöneiche, dass wir in dieser tollen Kirche hier drehen durften und aufnehmen durften. Ich möchte mich auch bei meinem Kameramann bedanken, der heißt Burkhard Schulze, einer meiner ganz wenigen allerbesten Freunde. Und er hat den ganzen Tag dran gebracht und hier ganz tolle Kameras mitgebracht, die werde ich Ihnen noch mal kurz ins Bild blenden mit den Fotos. Und das hier ermöglicht und es war eine große Freude für uns, hier diese schöne Arbeit zu machen. Ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Genießen Sie den vierten Advent, freuen Sie sich auf Weihnachten und denken Sie auch an die, denen es nicht so gut geht. Spenden Sie, wenn etwas möglich ist. Und ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden. Tschüss.